Herzlich willkommen bei YouTube. Hallo YouTube. Was geht? Moin, moin. Christoph Krüger, Mia Güte. Moin. Und eine ganz brennende Frage. Denn wir haben ja einen neuen Kader für die nächsten beiden Deutschland-Länderspiele. Ja. Julians zwei Neulinge. JJ. Ja, JJ. JJ hat zwei neue Namen mit dabei. Der eine ist egal, das ist Blaswitsch, warum auch immer. Der andere ist Marvin Ducksch. Und wir stellen uns die Frage, ob der Name egal ist. Also wenn man jetzt Ducksch für Deutschland, das ist schon mal eine schöne Alliteration. So ein bisschen zumindest. Mhm. Und die Frage ist, wenigstens das. Ist die Reunion der hässlichen Vögel, ist das irgendwie ein kleiner Fanservice von Julian Nagelsmann, um die Leute, um den Pöbel auf seine Seite zu ziehen? Oder kann das eine realistische sportliche Option für Deutschland sein mit Blick auf die Europameisterschaft? Also die Frage ist, ob wir bei der EM dann vielleicht sogar Doppelsturm Ducksch Füllkrug die hässlichen Vögel für Deutschland sehen. Für Deutschland sehen die Jungs im Sturmduo, die vor zwei Jahren oder wann auch immer mit letztes Bremen, Jahr. Wann sind die aufgestiegen? Ach so, aber letztes Jahr waren die ja auch nicht so schlecht. Die waren letztes Jahr waren die richtig gut, aber die Vorstellung, dass Stürmer oder Spieler, die vor drei Jahren in der zweiten Liga gespielt haben, vielleicht den deutschen EM-Sturm anführen könnten, die ist schon sehr, sehr wild. Die Frage ist, wie wild ist sie wirklich? Wie die internationale Presse sie dann nennen würde, die Ugly Ducklings an der Stelle, wenn sie dann auf der EM, keine Ahnung. Also aber wenn der DFB das Marketing dafür so in die Richtung lenkt, wer weiß. Die Vögel. Hashtag. Los Entos. ich weiß nicht, was hässlich heißt auf Spanisch. Ich auch nicht. Also, Feo. Also erstmal halten wir mal fest. Marvin Ducksch hat sich ja, wir wollen ja alle mehr Leistungskultur beim DFB sehen. Das haben wir uns ja alle sehr gewünscht. Und wenn wir auf Leistung schauen, hat sich Marvin Ducksch diese Nominierung über die letzten anderthalb Jahre Bundesliga-Fußball schon irgendwo auch verdient. Er hat in der Saison 22/23 war er der kongeniale Partner von Niklas Füllkrug mit 12 Toren und 6 Vorlagen, insgesamt 18 Scorerpunkten für den Aufsteiger. Und in der laufenden Saison, in Abwesenheit von Niklas Füllkrug, machte er es nicht wahnsinnig viel schlechter. Hat da 10 Spiele gemacht, 4 Tore erzielt und 3 vorbereitet. 7 Scorer in 10 Spielen, davon 9 in der Startelf, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Output. Wenn wir von Fanservice sprechen, wie du es ja eben genannt hast, was ich einen ganz guten Begriff finde in dem Kontext, weiß ich auch gar nicht, ob es da zwingend darum gehen würde, ihn mit Füllkrug zu wiedervereinen sozusagen, um eben wieder dieses Traumduo auf dem Platz zu haben. Mit Sicherheit ist es auch ein Teil davon, aber vielleicht auch einfach so ein bisschen, dass Julian Nagelsmann eben etwas macht, was Flick und Löw oft vorgeworfen wurde, Spieler von Vereinen zu nominieren, die eben nicht FC Bayern, Borussia Dortmund, Barcelona, sonst was, Real Madrid heißen, sondern eben Werder Bremen oder mit Kevin Behrens zuletzt Union Berlin. Spieler, die bei, und das hat Julian Nagelsmann auch so gesagt, glaube ich, auf der Pressekonferenz, dass Spieler, die bei kleineren oder weniger erfolgreicheren Vereinen individuell erfolgreich sind, dass das genauso viel wert ist wie Spieler, die bei eben beim FC Bayern gewisse Stats abreißen. Und das würde ich fast eher, ist für mich so der Hauptpunkt Fanservice-mäßig, dieses Leistungsprinzip. Du musst alle mitnehmen. Also genau. Für nächstes Jahr muss das Ziel sein, alle mitzunehmen. Und du nimmst eher alle mit, wenn, wie du gesagt hast, Leute das Gefühl haben, du kannst auch für Werder Bremen gut spielen. Mhm. Und wenn du gut genug bist, dann wird das und auch Stürmer. Honoriert. Und Stürmer bist, dann ich glaube, das ist ein nicht zu unterscheidender Faktor an der Stelle. Weil ich glaube nicht, dass Marvin Ducksch als zentraler Mittelfeldspieler eine ähnlich gute Chance gehabt hätte, dass er nominiert wird. Mit Sicherheit. Also er hat eine Chance, weil es auf der Position, wo er spielt, einen Bedarf gibt. Das ist ganz klar. Mit Sicherheit, wobei man dann auch wieder sagen muss, dass ich trotzdem nicht glaube, und damit wären wir dann bei der Beantwortung von der Frage, dass Marvin Ducksch jetzt die Nummer 1 Option für die Europameisterschaft neben Niklas Füllkrug im Sturm ist. Weil ich glaube, dass da vorne mit Wirtz, mit Musiala, mit Müller, mit Sané einfach noch eben genügend Qualität ist, als dass man nicht auf Marvin Ducksch zumindest als Startelf-Kandidaten zurückgreifen wird, slash muss. Aber das glaube ich auch nicht unbedingt. Ich habe gleich eine kleine Gegentheorie, warum das vielleicht zumindest nicht utopisch sein könnte. Aber glaubst du denn, er wird nominiert? Oder dass er auch da keine Chance hat, dass er jetzt mal kurz ein bisschen DFB-Elf schnuppern, Luft schnuppern darf und das war es dann wieder? Oder glaubst du, er hat wirklich auch eine realistische Chance, dass er mitgenommen wird oder ihr beide? Das hat ja mit Sicherheit auch was damit zu tun, wie er jetzt sich zeigt. Weil genau zu sowas sind ja Testspiel-Länderpausen da, dass man sich mal Leute anguckt im Training, aber eben auch in den hiesigen Testspielen. Aber trotzdem glaube ich, dass auf Sicht, es ist ja auch so, dass Musiala
nicht mit dabei ist, was dann wiederum noch einen Kaderplatz in der Offensive beziehungsweise eben in, sag ich mal, offensives Mittelfeld dann weniger ist. Und ich glaube eben, dass auf sich dort auch im, auch wenn Julian Nagelsmann auf den Doppelsturm setzt, andere noch die Nase vorn haben, Marvin Ducksch also Reservist wäre und ich bei Marvin Ducksch als Reservist so meine Zweifel habe, wie da der Impact sein kann. Weil er für mich einfach nicht der Spielertyp ist, den du in der 80. reinwirft und der dann im Strafraum nochmal ordentlich Alarm macht. Also das weiß ich gar nicht. Das Problem ist, ich weiß es nicht, weil wir dafür relativ wenig Referenzwerte haben. Klar. Weil Marvin Ducksch kenne ich, also in der Zeit, wo ich ihn kenne, kenne ich als Stammspieler von Werder Bremen. Ja, genau. Davor Hannover 96. Aber bei Kerkhoff zum Beispiel sagt man schon alleine irgendwie vom Gefühl doch eher, der kann auch als Joker funktionieren. Ja, weil der ein körperlicher Stürmer ist, der dann, also auch ein, ja, ein Strafraumstürmer und das ist Marvin Ducksch ja weniger. Ducksch ist ja auch keine alleinige Sturmspitze. Also da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass der niemals ein Füllkrug-Ersatz sein könnte. Und ich kann mir eben eher vorstellen, dass Nagelsmann zur EM jemanden mitnimmt, der eher noch, wenn nicht, wenn auch nicht ganz, ich will jetzt hier nicht die Robert-Glatzel-Karte spielen, aber für mich wäre zum Beispiel vom Spielertyp Robert-Glatzel eher einer, der so ein, auch wenn es ja auch ein viel technischerer Spieler noch ist als Füllkrug und so, aber trotzdem einer ist, den du eher so anstelle von Füllkrug in der 80. oder so bringen kann, der dann nochmal irgendwie auf der, also nicht als Nebenmann von Füllkrug, sondern statt Füllkrug einen Impact haben. Also ich glaube, es wird für ihn am ehesten daran scheitern, dass, wie du schon gesagt hast, also Deutschland wird keine Doppelspitze spielen, im klassischen Sinne. Naja, warum nicht? Die haben es gegen Mexiko, gegen Mexiko und gegen. Und ich glaube, das ist nämlich das Argument, wo ich drauf angespielt habe. Aber mit wem ist die Frage? Also nicht mit den beiden. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn dieses 4-2-2-2, was er jetzt gegen Mexiko mal ausprobiert hat, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er das auch noch häufiger ausprobieren wird, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn das eine mögliche Option ist, so zu spielen, dass Julian Nagelsmann einen zusätzlichen großen Mittelstürmer mitnehmen wird. Ja, weil wenn du das neben Füllkrug. Wenn du das 4-2-2-2 denkst und Füllkrug ist gesetzt, sagen wir mal, genau, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die erste Wahl auf den drei verbleibenden Offensivpositionen aktuell Stand jetzt Florian Wirtz, Musiala und Leroy Sané sind. Ja, genau. Das und Sané hat gegen Weg Mexiko auch schon vorne in der Doppelspitze gespielt. Füllkrug, Sané zum Beispiel nebeneinander oder halt jemand anderes neben Sané und dann halt Füllkrug reinwerfen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn das eine Option ist, dass es halt dann noch einen Füllkrug-Backup geben würde. Sprich, einen großen klassischen, ist jetzt Ducksch nicht so richtig, aber er bringt zumindest die körperlichen Maße dafür mit, noch irgendwie eine Art Mittelstürmer oder einen richtigen Mittelstürmer mitnehmen wird, wie Kevin Behrens es letztes Mal bei der letzten Nominierung war. Ducksch ist jetzt eben so ein Kandidat, der vorher eher keine Chance gehabt hätte mitzukommen, weil halt keine Doppelspitze gespielt wurde. Wenn das, wie gesagt, aber ich glaube, also wenn Ducksch ist jetzt nicht dabei und würde auch nicht mitfahren, glaube ich, um dir irgendwie eine Light-Version von Niklas Füllkrug zu bieten, glaube ich. Sondern das ist genau das, was ich meine. Auch er ist nicht der Füllkrug-Ersatz. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, er ist dafür da, sein eigenes Element reinzubringen als zweite Spitze. Wie du sagst, er hat eine Körperlichkeit, aber setzt die anders ein, weicht gerne mal auf die Seiten aus, lässt sich ein bisschen fallen. Diese gegenläufigen Bewegungen von den beiden Stürmern sind ja bei Werder Bremen auch ein ganz wichtiges Element in deren Spiel. Ist ein unheimlich guter Standardschütze, das darf man auch nicht unterschätzen. Das kann auch ein Faktor sein. Ja, aber jetzt mal so rein hypothetisch, Freistoß, 89. Minute, wer schießt den Leroy Sané? Er wird keinen Standard in der Nationalelf schießen. Exakt. Das ist immer noch, also es ist gut, dass wir jetzt die Chance haben, Werder Bremen-Spieler zu sehen, die einfach gut performt haben, aber es gibt halt immer noch Politik. Ja. Und es ist immer noch Politik, weil du kannst dir nur bis zu einem gewissen Grad erlauben, auf gewisse Namen zu verzichten, weil wenn das dann schief geht, fliegen dir diese Entscheidungen dermaßen um die Ohren. Erst recht, wenn es vielleicht Spieler sind vom FC Bayern, die halt auch eine große mediale und auch von den Führungspersönlichkeiten her, also oberhalb der Spielerebene, Mannschaftsebene, einfach eine große Lobby in Deutschland haben, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Aber was ich sagen würde ist, wir wollen ja bei der EM geht es natürlich um Perspektive, da geht es um im Hier und Jetzt performen. Und Stand jetzt hat Marvin Ducksch für mich mehr Daseinsberechtigung auf einer Leistungsebene als Kai Havertz für Deutschland zu spielen. Ich wusste, dass dieser Name kommt. Ich hätte den auch noch angesprochen. Weil Kai Havertz ist bisher einfach Ass. Die können mir noch so viele Statistiken vorlegen, wo er irgendwelche Duelle gewinnt, was auch immer. Es ist statistisch einfach von dem, was man erwarten würde, Ass. Als du den Satz begonnen hast, wusste ich, dass er mit Kai Havertz endet und ich stimme dir zu. Keine Frage. Also das ist da, sag ich mal, das andere Ende des Spektrums, wo ich sage,
da muss man über das Stichwort Leistungsprinzip auch bei diesem Kader und auch bei Julian Nagelsmann ein bisschen nachdenken, ob Kai Havertz es noch verdient hat, in diesem Lineup zu stehen. Naja, gut. Natürlich aus Leistungsprinzip schon, aber wir wissen alle, was für Qualitäten Kai Havertz haben kann. Was für ein guter Fußballer er. Ja, aber wie lange hat er die jetzt schon nicht mehr richtig abgerufen? Fair. Ich glaube aber auch tatsächlich eher, dass, du hast jetzt gerade Musiala angesprochen, der jetzt nicht mit dabei ist. Musiala war letztes Mal damit dabei und Kevin Behrens auch. Ich glaube, dass eher ein anderer. Aber Serge Gnabry nicht, richtig? Genau, aber irgendeiner, also ich glaube nicht, dass dieser zusätzliche Mittelstürmer für wen auch immer dann Musiala in dem Fall rein oder rausfallen wird, sondern eher jemand wie Gnabry, wie Kai Havertz oder halt einer dieser offensiven Mittelfeldspieler. Nicht einer der, wie gesagt, ich glaube, wenn dieses 4-2-2-2 eine Option ist, wird er einen so einen Stürmer mitnehmen. Aber welcher das sein wird, weiß ich nicht. Und ich meinte auch nicht mit Füllkrug 1-1 Ersatz. Mhm. Aber es kann ja mal Spiele geben, wo der Typ Füllkrug nicht unbedingt passt. Und dann willst du vielleicht was anderes ausprobieren. Bringst Duxch als zweite Spitze mit rein, weil der sich mal ein bisschen mehr fallen lässt. Du kannst das dann nee, dann mehr in die Tiefe gehen. Irgendwelche solchen taktischen Späße, dass du einfach flexibler bist, wenn du dieses System mit Doppelspitze spielen willst. In diesem Sinne Robert Glatzel von National. Also, was natürlich auch ein Faktor ist, also nur weil du mit auf dem Papier mit zwei Stürmern spielst, heißt es ja nicht, dass die Spielweise deiner Mannschaft so ist, wie sie diesen Spielern zuträglich ist, sage ich mal. Weil also, genau. Also, was Werder Bremen zum Beispiel gerne macht, ist viel mit langen Bällen operieren, mit Dynamik in Umschaltmomente kommen. Also, das ist ja eine andere Art zu spielen, als die, die wir wahrscheinlich von Deutschland mehrheitlich sehen werden. Ich frage, ob das passt. Aber, also, ich finde, Marvin Duxch zeigt immer wieder, also dieses eine Tor, gegen wen war das, wo er den runterpflückt mit dem einen Kontakt und drüber lupft. War das gegen Wolfsburg? Letztens erst das Tor gemacht. Weiß nicht, aber ich erinnere mich auch an das Tor, auf jeden Fall. Ein fantastischer Treffer, technisch überragend umgesetzt. Ja. Also, Marvin Duxch hat die technischen Fähigkeiten, glaube ich, um das Level mitgehen zu können und für Deutschland spielen zu können, ohne dass er negativ auffällt. Kevin Behrens hat ja gesagt zum Beispiel, dass er schon gemerkt hat, okay, das hier ist ein Level, das kenne ich nicht. Ich stoße ja an meine Grenzen auch von dem, was ich fußballerisch kann. Ich glaube, Marvin Duxch kann am Ball Sachen, die er auch gewinnbringend für Deutschland einbringen könnte. Aber den Punkt hätte ich auch noch angesprochen, den du jetzt gerade erwähnt hast, nämlich der andere Spielstil. Wir kennen Marvin Duxch sehr erfolgreich in diesem Bremer Spielstil, der, wie du ja auch schon gesagt hast, fast, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber sehr weit entfernt davon ist das, was Julian Nagelsmann mit der Nationalelf dann machen wird. Deswegen muss man da schauen, ob es funktioniert. Wir haben jetzt schon mehrfach über Robert Glatze gesprochen. Der ist zumindest einer, der in einer sehr ballbesitzbetonten Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Aber du hast gerade bei Robert Glatzel die technischen Fähigkeiten angesprochen. Da habe ich so meine Zweifel, ob er die tatsächlich dann auf dem Niveau mitgehen kann. Auf dem Niveau, klar. Das ist beim HSV natürlich dann wirklich. In der zweiten Liga ist das deutlich einfacher. Buchstäblich eine andere Liga, ja. Aber was Robert Glatzel ja auszeichnet, ist, dass du dem wirklich, also dass der die Bälle mit dem Fuß festmachen kann. Oh, das stimmt. Aber das kann Füllkrug auch. Also dann, das wäre wirklich so mehr der 1-1-Ersatz. Genau, absolut. Aber wenn du eben sagst, du willst Doppelspitze ausprobieren, aber dich vielleicht nicht darauf festlegen, dass du jetzt durchs Turnier damit segelst, dann bist du vielleicht mit einem Füllkrug-Ersatz besser aufgestellt, weil du kannst einen Sané auch neben Füllkrug in die Doppelspitze packen oder einen Müller von mir aus oder was weiß ich. Wenn aber Füllkrug dann wegbricht, wen hast du dann als Füllkrug-Ersatz? Weil so einen, der ist jetzt in dem Kader gar nicht. Ja. Also ich glaube, so ein bisschen wird Kai Havertz alles das eingeplant, glaube ich. Ja, aber ich glaube, ob er das dann kann oder nicht, ist ein anderes Thema oder ob er es so abrufen kann. Ich glaube halt einfach, es gibt ein paar Namen, die einfach vor Robert Glatzel drankommen müssen. Ich glaube auch nicht, dass Robert Glatzel mit zur EM fährt. Das ist nicht, das ist nur um gerade, Gottes Willen nicht mein Take. Der Name gefallen ist, glaube es auch nicht und ich halte es auch nicht für die beste Option. Kai Havertz, aber in der Doppelspitze, wird mir halt tausendmal besser gefallen, als wie er sonst häufig in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde. Natürlich. Und er hat auch, muss man sagen, also was Kai Havertz, was für ihn spricht, ist, dass er meistens für Deutschland gut gespielt hat. Also finde ich zumindest. Kai Havertz war bei der WM zum Beispiel auch einer der wenigen, die positiv aufgefallen sind, auch im letzten Spiel gegen Costa Rica dann noch Impact hatte. Also das muss man Kai Havertz lassen, dass er für Deutschland eigentlich immer ganz gut gespielt hat. Und er macht ja, also es war jetzt auch vereinfacht gesagt, er ist, natürlich macht er Dinge auf dem Platz für Arsenal, die auch einen Mehrwert haben, aber ich lasse mir nicht erzählen, dass sie den Preis bezahlt haben dafür, dass er off the ball gut arbeitet. Ein bisschen mehr haben sie sich, glaube ich, auch erwartet. Nee, und ich glaube, wir haben uns alle auch ein bisschen mehr davon erwartet. Also als
Als bekennende Arsenal-Fans, meinst du? Nein, ja. Aber so Kai Havertz wieder auf der 8. Und letzte Frage von mir ist, also wie lange sehen wir noch Nagelsmann im Experimentiermodus? Weil wir hatten jetzt die erste Nominierung, hatten wir mit Behrens. Jetzt haben wir Blaswisch und Dux dabei. Es kommt noch, glaube ich, eine Pause dieses Jahr noch? Eine Länderspielpause oder ist es die letzte jetzt? Ich glaube, das ist die letzte dieses Jahr. Ja. Ich glaube auch, das müsste weil die letzte sein. Wann, das müsste wann die andere ja, sein? Weil das ist jetzt ja schon 18. November. Weil wir haben zum Beispiel immer noch, also Maxi Bayer haben wir noch nicht gesehen, das der stimmt. Ja auch ein Name ist, der gehandelt wurde, weil der Zeitraum oder die Chancen für nochmal neue zu testen wird ja auch dann irgendwann. Aber ich finde, knapp. Das sind ja keine großen Experimente. Das ist ein Spieler, der realistisch eine Spielchance hat. Das stimmt, du wirfst nicht deine ganze Offensive um, da hast du ja sowieso genügend Personal. Und ob er Blaswisch mitnehmen oder nicht. Nicht Experiment im Sinne von, dass da jetzt alles umgeworfen wird, aber dass du quasi mit einem neuen Spieler versuchst, den mal testest und guckst, was kann der eigentlich. Ja, aber das finde ich, absolut fair als neuer Bundestrainer, wenn du dann halt wirklich die hinteren Positionen, also man sieht ja schon ganz klar, wer der Kern sein soll und die meisten Spieler wurden ja jetzt auch wieder berufen, zumindest die fit sind und dass du dann so diese Wackelkandidaten austauscht, um mal zu gucken, wer beweist sich, wer passt gut rein, den ich dann mitnehmen kann, das sind dann, machen wir uns ja auch nichts vor, das sind dann halt häufig auch die Spieler, die bei der EM 5 Minuten Einsatzzeit vielleicht sehen. Ja, bei so einem Turnier. Ja. Und solche hast du immer mit dabei. Und die auszuprobieren, da Experimente zu machen, ist mir deutlich lieber als das, was Flick teilweise dann gemacht hat, wo halt ständig eine komplett neue Startelf aufgeboten wurde und zig neue Spieler nominiert wurden. Um mal jetzt einen Deckel drauf zu machen. Kevin Behrens sind wir uns einig, der war mal einmal mit dabei, aber der wird nicht zur EM fahren. Der hatte alleine, weil Union so ein Scheiße. Der hatte den perfekten Saisonstart und da war die Nominierung. Beziehungsweise, als er nominiert wurde, war er ja schon wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ja. Deswegen, also die Saison muss passen. Fährt Marvin Ducksch mit, ja genau, oder nein? Genau, das ist die Frage. Fährt Marvin Ducksch zur EM? Und ich kann mir sogar vorstellen, ja, er tut's. Also ich habe das Gefühl, das könnte. Also ich sage einfach ja, Marvin Ducksch fährt zur EM. Das ist meine Prognose. Es wird mich nicht unfassbar doll wundern, ich glaube aber trotzdem nein. Mir fehlt so ein bisschen die Alternative. Ich weiß halt oder ich glaube, er nimmt eben einen Mittelstürmer mehr mit, als man das vielleicht vor ein paar Monaten bei Flick noch erwartet hätte. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal ja. Weil ich gerade nicht weiß, wen sonst. Zweimal sagen Ducksch ja, einmal sagen Ducksch nein. So einer sagt man muss das. Ja immer dagegen sein. Wir sagen danke fürs Zuschauen hier auf YouTube und machen weiter mit der zweiten Halbzeit Bochum gegen Köln.